Der 27-jährige Chinese Zhao Liang machte eine unerwartete Entdeckung, als er wegen einer Fußverletzung behandelt wurde. Bei einer Körpermessung stellten Ärzte fest, dass er 10 cm länger ist als der derzeitige Rekordhalter für den längsten Menschen im Guinness-Buch der Rekorde. Doch anders zu sein war nicht immer von Vorteil für Zhao. Es ist sehr schwierig, ein passendes Auto zu finden. Andere Leute im Hotel brauchen ein Bett, ich muss immer zwei zusammenschieben. Meine Schuhe müssen speziell angefertigt werden, weil ich keine in meiner Größe finde. Kleidung maßschneidern zu lassen ist nicht schwer, doch Schuhe zu finden ist schwierig. Offizieller Rekordhalter im Guinness-Buch ist der 57-jährige Chinese Bao Xishun, der 2,36 Meter groß ist. Obwohl er wegen seines Gipsfußes nicht stehen kann, hat man herausgefunden, dass Zhao 2,46 Meter misst. Zhaos Mutter Wang Keiyun stört es nicht, dass ihr Sohn der längste Mann der Welt ist. Sie hat größere Sorgen. Ich bin ein bisschen besorgt. Er ist länger als alle anderen. Ich bin besorgt, dass er keine Frau findet. Zhaos Großvater war 2 Meter groß. Zhaos Eltern und seine Geschwister sind jedoch normal groß. Mit 155 Kilogramm ist Zhao dreimal so viel wie ein durchschnittlicher Mensch. Er sagte, dass er sich an seine Größe gewöhnt hat und diese ihm auch keine gesundheitlichen Beschwerden bereiten.